Prima parte, scena 1. Ich kenne Werke von Lucia Ronchetti und bin sehr fasziniert. Ronchetti sagt, sie ist weder politisch noch kritisch. Sie ist eine lustvolle Komponistin und lustvoll ist das Ganze, weil es so humorvoll ist, was sie schreibt. Ich möchte einen Raum schaffen, in dem dieses Werk erklingt. Und es ist in dem Fall ein großer konzertanter Raum, über dem eine Traumvision schwebt, die Giro Lamenti, ein sehr sinnfälliger Name, träumt, und zwar hat er Prüfungsängste. Die Prüfungen sind nicht unbedingt ein Abitur, sondern das sind die Lebensprüfungen, vor denen ich auch immer Angst habe, wenn ich Premiere habe. Wir befinden uns in einer Realität des Alltags, die sich traumartig verzerrt durch die Bilder, die man am Tage verdrängt. Dieser Nachttraum besteht hundertprozentig aus Absurditäten, aus Klitterungen, aus Zeitsprüngen. Im Libretto wird gesagt, dass Giro durch einen Tunnel in eine unterirdische Bibliothek geht, die ab von 24 Uhr bis morgens 8 Uhr geöffnet hat. Das habe ich genutzt, um eine Spirale zu bauen, die sich in die Tiefe schraubt und man praktisch immer tiefer ins Unterbewusstsein dringt. Es gibt einen Giro Lamenti, der ist auf der Ebene der Zuschauer und erlebt mit dem Zuschauer alles das, was ihn überwältigt, was ihn quält, was ihn das Fürchten lehrt und was ihn aber auch zu Lustträumen veranlasst. Das alles kennen wir aus dem Alltag und können mit ihm lachen und fühlen und leiden und uns freuen über so einen schönen Theaterabend, den wir hier machen.